Interagiere mit dem Ding hier unten, was auch immer das sein soll. Das ist ein Frosch wahrscheinlich. Ah, okay, gut, war ein Frosch. Nanu, was bist du denn für ein Zeichen? Das habe ich ja noch nicht. Also das ist mir schon klar, dass ich das noch nie gesehen habe. Es ist ja auch. Symbolische Bilder oder antike Graffiti? Jetzt die Stimme weg. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Ja, keine Ahnung, was das denn so sieht, aber eher wie symbolische Bilder als wie antikes Graffiti aus. Abgesehen davon habe ich noch nie von antiken Graffiti gehört, aber lassen wir das. Hallo? Wo stehe ich? Ich glaube, ich stehe neben mir. Tiefes, dunkles, sumpfähnliches Wasser. Das hast du aber schön dunkel, geheimnisvoll gesagt. Sonst ist hier nichts. Okay. Bis... Ich muss die Eigentümerin der Brieftasche finden. Deswegen soll es ja nach Sexton gehen. Ach, der Junge ist einfach schlimm. Vorhin geht er den Weg nicht lang, weil er nicht weiß, wo das der Weg hinführt. Jetzt will er die Brieftasche der Eigentümerin nicht zurückbringen, obwohl das genau der richtige Weg ist. Schon wieder so ein Frosch. Quark. Ich kann den Frosch nicht anklicken. Da draußen ist jemand. Mitten im Schilf. Ich würde ja mal sagen, es ist die Frau, die wir suchen. Na los, hinterher. Sie ist fort. Ich finde sie später. Okay, dann halt nicht. Ist mir auch egal. Tiefes, dunkles, sumpfähnliches Wasser. Schon wieder. Na dann, wenn... Naja, okay. Ach, in den Himmel können wir auch. Okay. Auf zu Gold. Ich würde sagen, wir laufen mal hier lang. Was? Nein. Kann ich jetzt, wenn du da hinten lang... Achso, ich kann auch Doppelklick machen, okay. Blub, blub. Blub, blub. Ach, da hinten stehe ich. Siehst du mal. Blub, blub. Ah. Jetzt kann ich hierher. Jetzt bin ich hier. Am Martelloturm Weg nach Sexton. Naja, genau da wollte ich noch hin. Dann besteigen wir mal den Turm. Nanu. Kann ich eigentlich auch irgendwas aufheben oder interagieren oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er ziemlich gechillt ist. Romum, was? Ah. Okay. Was bei dem Müll aufsammeln? Na nö. Was haben wir denn hier? Okay. Ich würde sagen, das ist wirklich eine wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der wir gerade das Schild umdrehen. Wow, stopp.
halt. Habe ich ein Inventar zufällig? Nicht wirklich. Ja, okay, gut. Ich muss also hier auf fortsetzen, damit es weitergeht. Was? Okay. Gut, okay. Unser Schild kann man noch nicht einsetzen. Dann gehe ich erstmal da rein. Klasse, ich bin begeistert. Geht er da rein? Wer nichts wagt? Hier geht er wirklich rein. Oh mein Gott. Ich dachte, es wird dunkel oder geheimnisvoll. Hm, was ist das? Schatz, vielleicht ist meine Zeit hier doch nicht umsonst. Schatzsucher fallen ins verschlafene Sechst, nein. Uralte Küstenstreifen von Springflut heimgesucht. In der kommenden Woche werden hunderte von Archäologen, Archäologiefans, Schatzsuchern, Grabräubern und Wracktauchern über die kleine Stadt Sexton in Anglia herfallen. Die durch hohe Springfluten verursachten Küstenerosion hat den Boden Anglias bereits viele Morgen Land unwiederbringlich entrissen. Das Feengebiet liegt voller Schätze, die nur darauf warten, geborgen zu werden, erklärt Metalldetektor-Fan Laurie Stone, 56. Stone gehört zu den zahlreichen Schatzsuchern, die hoffen, die verlorene angelsächsische Krone zu finden. Diese soll angeblich die letzte von drei Kronen sein, die vor tausenden von Jahren über den damaligen Herrscher von des Königreichs erschaffen wurden. Schatz hin oder her, die Springfluten das Fest zum 1. Mai locken stets zahlreiche Besucher auf der Suche nach Ruhm, Geheimnissen und Mythen in die kleine Hafenstadt. Es ist immer gut fürs Geschäft. Wir haben Stammgäste, die regelmäßig jedes Jahr zum Mai-Feiertags-Jahrmarkt. Was ist das für ein Wort? Mai-Feiertags-Jahrmarkt. Scheiße. Wiederkommen und stets darauf hoffen, die Schätze Anglias zu entdecken. Erklärt die Wirtin des Pubs von Sachsen. Morgen Menkel. Ist auch ein sehr schöner Frauenname einfach. Morgen Menkel. 29. Die Geschichte Anglias ist uralt und faszinierend und bis zur Zeit des Kelten historisch belegt. Viele Experten, darunter auch der ortsansässige Professor Hardacker aus Sexton, sind der Überzeugung, dass viele der jüngeren angelsächsischen Schätze bisher noch nicht entdeckt wurden. Fortsetzung auf Seite 16. Aha, aha. Dann würde ich sagen, also mitnehmen können wir es nicht, dann gehen wir mal raus hier. Kann ich hier noch irgendwie? Hier kann ich... Ah, das ist die Zeitung. Okay, gut. Ich dachte, es ist irgendwas anderes. Was haben wir denn hier? Sieht doch leicht geheimnisvoll aus. Irgendeine Art Seemonster? Hm, sieht aus wie ein Drache mit einer Schlange unten dran und das da oben sieht ehrlich gesagt aus wie ein Frauenkopf mit langen Haaren. Obwohl, wenn man genau hinschaut, eigentlich nicht. Nee, lass mal das. Irgendeine das haben wir mittlerweile Art mitbekommen. Wo ist das? Das haben wir anscheinend dabei. Was? Das ist nicht richtig. Okay, gut. Irgendeine Art Seemonster? Achso, jetzt geht's wieder. Was haben wir denn hier alles? Irgendwelche Papiere? Okay. Das ist nicht richtig. Warum haben wir denn so einen Scheiß dabei? Ich mal kurz raus hier und schaue mich mal um, was es hier noch so gibt. Oh, ein kleiner Junge.
Ist ja putzig. Und ein Dreirad. Der kleine Junge macht... Ah, der versucht an seinen Teddybär zu kommen, okay. Können wir dir nicht irgendwie helfen? Ein verlassenes Gebäude sieht irgendwie... Du warst gerade in der dunklen Höhle. Das war aber nicht unheimlich, oder was? Können wir den kleinen Jungen nicht irgendwie... Hallo? Ich will dem kleinen Jungen helfen. Der hat seinen Teddybär verloren. Oh Mann, oh. Aber wir ignorieren ihn eiskalt. Wir laufen dann vorbei, als würde er nicht existieren. Vielleicht existiert er auch gar nicht. Oder vielleicht doch doch. Okay. Was haben wir denn hier alles Schönes? Wie kann ich reden und auch nur in die Ferne erkunden? Da ist etwas im Wasser. Woher willst du das wissen? Nur weil der Hund bellt? Ja gut, es ist eigentlich ein ziemlich sinnvolles Zeichen dafür, dass irgendwas im Wasser sein muss. Was ist los mit ihm? Ah, da sind sie hier. Wie bitte? Tut mir leid, ich hätte guten Abend sagen sollen. Okay. Oh, ich liebe Schäferhunde. Ey, stimmt, da ist wirklich was im Wasser. Was ist das? Da im Wasser. Ein Baumstumpf, glaube ich. Dunkel und formlos. Könnte fast ein kleiner Körper sein, nicht wahr? Ich weiß nicht. Es ist zu weit weg. Ja, ja. Es könnte fast der Körper eines Kindes sein. Was? Wir sollten... Keine Sorge, mein Junge. Alles wird klar werden. Was hatten die geraucht, Alter? Ist Sexton in der Nähe? Sie stehen am Strand von Sexton. Man könnte sagen, sie sind angekommen. Endlich. Ich musste quer durch das ganze Fenland. Der letzte Zug fährt nie bis nach Sexton. Wieso ist das so? Keine Ahnung, mein Junge. Sexton ist eine abgelegene Stadt. Okay. Ich dachte, ich komme am Bahnhof von Sexton an. Die Springflut überflutet die Fens. Niemand kann die Stadt betreten oder verlassen. Wie gehen Sie damit um? Umgehen? Womit? Sie wissen schon, in Notfällen und so. Ah, verstehe. Wir kommen damit klar. Ja, sogar sehr gut. Okay. Ich suche eine Unterkunft in der Stadt. Im The Bear werden Sie bekommen, was Sie brauchen. Ein Bär? Oh, meinen Sie ein Hotel? Nein, ich meinte das The Bear. Sie können es nicht verfehlen. Er schwingt heute Abend. Wie bitte? Oh je, ich ziehe Sie auf. Sie werden schon sehen. Alter, kann mal einer von euch ein bisschen klar reden? Ich bin ein Schatzsucher. Tja, das ist noch eine Sache. Sache? Ich suche mein Glück? Ja, Sie und die anderen. Die anderen? Welche anderen? Die Flut am Maifeiertag bringt viele nach Sexton. Warum ist das so? Das Hochwasser schleift die Felsen, Klippen und Sandbänke. Die Ebbe legt frei, was verborgen war. Wie alte Schätze? Vielleicht. Das und das Glück der Leute. Und ihre Zukunft. Okay. Ich bin übrigens Nigel. Ja, Mr. Danvers, das sind Sie sicher. Werde ich erwartet? Oh ja, schon seit geraumer Zeit. Sie können alles ändern. Die Zeit wird... Sag mal, auf was für ein Trip sind die Leute hier eigentlich? Die kennen alle meinen Nachnamen und ich bin hier so aus wie ein Prophet oder sowas. Alter! Darf ich Sie noch etwas fragen? Nur zu, junger Mann. Ist das Ihr Hund? Ja, George und ich sind seit vielen, vielen Jahren Partner. Der beste Freund einer Frau? Nein, das würde ich nicht sagen. Nee. Gut, das mit dem Kind kriegen wir irgendwie nicht erklärt. Ich lasse Sie in Ruhe. Na gut, wir sehen uns wieder. Früher oder später. Ja gut, nett ist sie ja, ne, aber... Ich will mal gucken, was das ist. Und bedrohlich ist etwas im Wasser. Ich gehe. Nee, ich gehe. Tschüss. Ich verschwinde. Schneller. Lauf schneller. Lauf. Ich will nicht mehr. Lass mich alle in Ruhe.
kleinen Jungen kann man immer nicht helfen. Gut, dass er noch da steht, sonst hätte ich jetzt echt Panikattacken bekommen. Ich glaube, wir müssen irgendwas von dem, was wir besitzen, benutzen. Das ist nicht richtig. Wo können wir vielleicht die Statue? Da geht's auch noch lang? Können wir vielleicht die Statue ab? Da! Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ausweis. Momento. Du bist nicht das richtig. Ist nicht und richtig. Richtig im Kopf. Ach, da geht's ran. Oh. Was sind das für Geräusche? Ah, wenn nicht. Okay. Selbst im Tod keine ewige Ruhe. Die Einwohner von Sechsten waren entsetzt, als vergangenes Wochenende ein 80 Jahre alter Leichnam im stillen Wasser des Hafenbeckens trieb. Entdeckt hatte den Körper der ortsansässige Bob Tawny beim morgendlichen Brötchenkauf. Es war scheußlich so, Mr. Tawny. Er war schon völlig zerfallen und kaum noch als Mensch zu bezeichnen. So verwest war er, verwest und verfault. Die Identifizierung des Leichnams dauerte nicht lange, nachdem die Polizei entdeckt hatte, dass der örtliche Friedhof von den ungewöhnlich hohen Springfluten überschwemmt worden war. Das Gebiet von Sechsten erlebte einen unerwarteten nassen Frühling, was zu großflächigen Überschwemmungen und Küstenerosion geführt hat. Der einst so friedliche Friedhof wurde von den Fluten so gut wie zerstört und sicher werden noch weitere Leichnam unsanft aus ihrem ewigen Schlaf gerissen werden. Sie treiben übers Meer und tauchen dann urplötzlich aus dem Nebel mitten in unserer Stadt auf, erklärte Mr. Tawny weiter. Wir müssen den Fischfang wegen dem verseuchten Wasser komplett einstellen. Der ganze Fang der Woche war nur darauf verbrannt zu werden. Der Gestank ist unerträglich. Die Fischer von Sechsten hoffen, dass sich das grausige Ereignis nicht auf den Fest am 1. Mai auswirken wird. Das ist schon echt eklig. Na gut, dann würde ich sagen,